Teufel machst du denn da unten? Nichts. Was haben Sie da in der Hand, Karl? Sie glauben, Sie können bei meiner Prüfung schummeln? Ruhig, Miss Olsen. Ich hab nichts. Nein, ich habe Sie beim Schummeln gesehen, also verlassen Sie das Klassenzimmer. Nun, ich denke, Miss Olsen braucht Ihre Brille. Wie reden Sie mit mir? Raus mit Ihnen. Okay. Wir sehen uns später, Miss Olsen. Keine Sorge, alles ist gut. Nehmen Sie Ihre Sachen und folgen Sie mir. Bewahren Sie Ruhe. Erinnern Sie sich, was wir bei der Übung gemacht haben? Nehmen Sie Ihre Sachen und gehen Sie raus. Schnell, laufen Sie, bevor er kommt. Professor Olsen, wie erklären Sie das? Warum haben Sie meinen Sohn aus der Prüfung geworfen? Mr. Chilwell. Karl hatte einen Spickzettel auf seiner Hand. Soll das ein Witz sein? Es gibt keine Spur davon. Wir wissen also beide, dass Sie lügen, Miss Olsen. Also, warum haben Sie ihn wirklich rausgeworfen? Hören Sie es. Es war vielleicht ein Fehler und ich entschuldige mich dafür, aber das ist kein Grund zur Sorge. Es wird für alle eine Wiederholung geben, da die Prüfung durch den Feueralarm unterbrochen wurde. Ich hoffe wirklich für Sie, dass Sie keine Fehler mehr wie diesen machen, Miss Olsen. Verzeihen Sie, dass ich zu spät komme. Ich war die ganze Nacht wach und hab gelernt. Wo ist Julie? Sie fühlt sich heute nicht so gut. Sir? Ich möchte mit Ihnen über Ihren Sohn sprechen. Er ist ein echtes Monster. Erst einmal, Miss Olsen, sollten Sie anklopfen. Und zweitens, brauchen Sie mir keine Geschichten über meinen Sohn zu erzählen, denn Julie hat mir bereits alles erzählt. Oh. Was meinen Sie mit alles? Halten Sie das für normal? Wenn eine Professorin eine Studentin belästigt und sie dazu bringt, ihren Rock zu heben? Was? Ich habe bereits Gerüchte in der Fakultät gehört, dass Sie lesbisch sind. Aber Sie sind eine Professorin. Sie ist eine Studentin. Ist Ihnen klar, was für einen Schaden dies für die Universität bedeutet? Sir, es ist... So ist es nicht. Es geht nur um Karl. Verstecken Sie sich nicht hinter meinem Sohn. Schluss damit! Sie sollten Julie lieber dafür danken, dass sie die Sache nicht der Polizei melden wird. Andernfalls hätte man sie verhaftet, Linda. Sir, hören Sie mir bitte zu. Ihr Sohn hat Sie eingeschüchtert. Hören Sie auf, über meinen Sohn zu sprechen. Heute ist Ihr letzter Arbeitstag. Packen Sie Ihre Sachen und verlassen Sie die Universität. Nein, Sie Sir. Sind gefeuert. Julie, Julie, Julie. Sie sind eine großartige Studentin. Und solche kindischen Fehler.
Sir. Linda, ich werde meine Meinung nicht ändern. Sie sind gefeuert. Nein, nein, es ist Julie. Sie hat eine Nachricht hinterlassen. Ich glaube, etwas Schreckliches wird passieren. Was zum... Was geschieht an meiner Universität? Wir müssen sie retten. Warten Sie, vielleicht ist das alles doch nur ein Zufall. Nein, Karl lässt Julie nicht einen Fuß von ihm weg. Was? Wo sind sie jetzt? Sie proben gerade. Oh, Gertrud, meine Königin. Es ist so schmerzhaft für mich, euch leiden zu sehen. Also kommt her. Kommt her zu mir, meine Königin. Oh, da seid ihr ja. Trinkt aus, meine Königin. Das Leben geht weiter. Aber wessen Leben? Eures? Ja. Aber meins hat aufgehört. Ich werde niemals eure sein. Karl. Karl. Für alles, was ihr mir angetan habt. Hey, hey, warte mal ganz kurz. Was zum Teufel redest du denn da? Das steht nicht im Drehbuch. Hast du den Text gelesen? Julie? Nein, Julie! Tun Sie das nicht! Was haben Sie getan? Das ist kein Ausweg. Bitte. Wir können alles regeln. Julie. Was zum Teufel ist los mit dir? Warum wolltest du mich verlassen? Nur eine einfache Frage. Bist du dumm? Bist du dumm? Nein! Papa? Mr. Chilwell. Alles, was du jetzt gesehen hast, ist wegen dieser verrückten Lesbe. Und ich denke, es ist an der Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Meinst du nicht auch? Julie? Komm mit mir. Nein, keine Lügen mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Du machst mir keine Angst mehr, Karl. Hey, hey. Julie, mein Schatz. Gehen wir einfach nach Hause. Es wird alles wieder gut. Das verspreche ich dir. Es wird alles wieder gut. Lass sie in Ruhe. Papa, was redest du denn halt da? Halt die Papa. Klappe! Ich habe alles gesehen und ich habe alles gehört. Aber ich bin dein Sohn, Papa! Ich bin dein Sohn, Papa! Ich bin dein Sohn! Es ist vorbei. Jetzt ist alles in Ordnung. Sie sind in Sicherheit. Es tut mir leid, ich habe keinen anderen Weg gesehen. Sie haben das Wichtigste getan. Es mir erzählt. Danke. Wissen Sie, zu meiner Zeit erkannte ich zu spät, dass es... Sie können nicht allein sein. Mit Missbrauch. Es gibt keinen Ausweg. Irgendwo in der Nähe wird es immer jemanden geben, der ihnen helfen wird. Das kann jeder. Sogar ihre ehemalige Professorin. Nicht ehemalige, sondern jetzige. Linda, es ist eine Ehre, mit jemandem wie Ihnen zu arbeiten.